eurer Theorie ist der Gott Jesus vollkommen bei Menschen, vollkommener Gott. Wenn er durch seine Menschwerden etwas von seiner Göttlichkeit abgibt, ist er nicht mehr vollkommener Gott. Ganz klarer Fall. Wir können nicht sagen, hier, das ist die Allmacht, wir haben die Allmacht mit Steinen beschmissen oder wir haben eine Bazille der Allmacht zugeschmissen, hat sich Schnupfen bekommen, jetzt ist Gott nicht mehr allmächtig, weil er Schnupfen hat. Quatsch. Okay. Jetzt kommen wir zu den Beweisen und ich mache es ganz schnell, weil es geht ratzfatz. Es gibt 5 allgemeine und 7 spezielle Beweise. Der erste allgemeine Beweis ist, dass Jesus Sohn Gottes in der Bibel genannt wird. Aber in der Bibel werden viele Sohn Gottes genannt. Jeder Christ kennt das Gebet, Vater unser im Himmel. Und in Exodus 4, Vers 22 steht, dass Gott gesagt hat, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, dieses Argument können wir schon mal in die Mülltonne werfen. Hat keine Bedeutung, ist kein Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Zweitens, Jesus wird Messias genannt. Sagen wir erstmal, Messias heißt nicht Gott. Was heißt Messias? Christus. Christus ist das griechische Wort für Messias. Das heißt Gesalbter. Und jetzt schaut euch mal die Täuschung an. Wie versucht wird von einigen Institutionen, die Menschen von Kindheit an belügen. Von Kindheit an werden die Menschen belogen. Von einigen Institutionen. Glaubt ihr mir nicht? Okay, kleine Frage an die Nichtmuslime. Soll keine Kritik sein, ich war selber Christ. Wann habt ihr rausgefunden, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt? Damit fängt das an. Damit fängt es an. Hier. Messias. Dieses Wort Messias, viele werden in der Bibel Messias genannt, Gesalbter. Viele werden in der Bibel Messias Gesalbter genannt, aber immer wenn es so aussieht, als wenn es auf Jesus hinweist, wird entweder Messias geschrieben oder Christus, das griechische Wort, und wenn es auf einen anderen hinweist, wird die Übersetzung des Wortes genannt, Gesalbter. Beweis dafür, Jesaja 45, Vers 1. Dort steht, dass Cyrus der Perser ein Gesalbter ist. Warum haben sie nicht Messias geschrieben? Damit sie sagen können, Messias bedeutet Gott. Der kommt als Gott. Zweite Widerlegung, die Juden haben niemals geglaubt, dass der Messias, der kommen wird, Gott sei. Dass Gott als Mensch inkarniert auf die Welt kommt. Haben sie niemals geglaubt. Das heißt, die haben es ganz anders verstanden. Punkt. Dann können wir also dieses Argument schon mal ganz klar sagen, in keinem Fall ein explizites, eindeutiges Argument, dass Jesus Gott sei. Drittens, Jesus wird Retter genannt. Und jetzt schaut euch mal die Täuschung an, wie wieder versucht wird, die Leute reinzulegen. In Jesaja steht, dass Gott der einzige Retter ist. Im Neuen Testament steht, Jesus ist Retter. Dann sagen sie, Gott ist der einzige Retter, Jesus gleich Retter, also ist Jesus gleich Gott. Ja? Jetzt kommt wieder die Täuschung, dass du siehst, dass an anderen Stellen, natürlich ist Gott der ultimative Retter, so wie er unser ultimativer Versorger ist. Wenn ich beispielsweise Geld kriege von meinem Arbeitgeber, ja, dann hat der Arbeitgeber mir etwas gegeben zur Versorgung, aber der eigentliche Versorger ist wer? Ist Gott. Und hier ist es mit dem Retter genauso. An anderen Stellen steht Retter und dann wird es anders übersetzt. Nicht als Retter, damit es so aussieht, dass Jesus der einzige Retter ist, also Gott. Zum Beispiel 2. Könige 13, Vers 5. Dort steht, ja, wird ein anderer Retter erwähnt. Und in der englischen Übersetzung von vor 100 Jahren stand dort Savior, Retter. Heute in der Übersetzung, wo sie gemerkt haben, oh Retter, eigentlich sollte Jesus der einzige Retter sein, weil wir wollen ja, dass es so aussieht, als wenn er Gott war, steht dort Deliverer. Das Wort ist dieselbe Bedeutung, aber dadurch, dass sie das anders übersetzen, es bedeutet auch Retter. Geben sie den Eindruck, dass Jesus der einzige Retter ist und damit Gott ist. Und daran sehen wir wieder Täuschung und falsch. Der nächste Beweis für die Göttlichkeit Jesu, Jungfrauengeburt. Der Beweis, dass Jesus Gott ist, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Wir Muslime glauben auch, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde.
Heißt das aber, dass er Gott ist? Heißt das, dass er Gott ist? Nein. Und außerdem, was ist dann mit Adam? Der hat weder Mutter noch Vater. Das ist ja noch mehr Gott, Doppelgott, oder wie? Hebräer 7, dort wird ein Melchisedek erwähnt. Hebräer 7, das ist ein Kapitel in der Bibel, wird Melchisedek erwähnt, da steht, der hat keinen Anfang, kein Ende. Das heißt auch keine Mutter, kein Vater. Was mit dem? Doppelgott, oder wie? Das sieht kein Beweis. Als nächstes wird erwähnt, die Wunder, die Jesus gebracht hat. Stimmt, Jesus hat Wunder gebracht. Wir lieben Jesus. Aber sind die Wunder ein Beweis, dass er Gott ist? Nein. Dann müssten wir sagen, Elias ist auch ein Gott. Hat auch Tote lebendig gemacht und große Wunder gewirkt. Dann müssten wir sagen, Mohammed ist auch Gott. Nein. Das ist kein Beweis dafür. Jetzt zu den speziellen Beweisen. Die speziellen Beweise, und ihr müsst ihr eins merken, alle speziellen Beweise finden sich im Johannesevangelium. Und das Johannesevangelium ist komischerweise das jüngste Evangelium. Circa 90 vor Christus wird gesagt, wurde es geschrieben. Erstens, Johannes 1, Vers 1. Dort steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war ein Gott. Ein Gott. Und hier müssen wir feststellen, und dann wird gesagt, das Wort wurde Fleisch. Und wo lebt unter uns? Mit dem Wort soll Jesus gemeint sein. Und steht da, das Wort war ein Gott. Und hier müssen wir eins sagen. Hier steht, das Wort war bei Gott. Bei Gott. Das heißt, wir haben erstmal Gott. War ein Gott. Hier haben wir es mit dem, mit was zu tun? Mit dem unbestimmten Artikel. Und es ist etwas sehr Wichtiges, dass in der Bibel viele Menschen als Gott bezeichnet werden, aber nicht als der Gott. Zum Beispiel im Psalm 82, Vers 6 wird gesagt, dass Gott sagte, ich selbst habe gesagt, ihr seid Götter. Aber es gibt nur einen wahren Gott. Das heißt, das ist eine Verdrehung des Sprachgebrauchs. Punkt. Und übrigens, es gibt da viele Diskussionen drüber, ja, über diesen Vers, wo selbst christliche Gelehrte zugeben, dass es kein Beweis dafür ist. Dann, zweiter Punkt. In Johannes 8, Vers 58, dort steht, dass Jesus gesagt hat, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich gewesen. Das heißt, dass Jesus existiert hat vor Abraham. Wir sagen, wenn Jesus vor Abraham existiert hat, ist das ein Beweis, dass er Gott ist? Nee. Das ist etwas Bemerkenswertes, oder? Hat vor Abraham existiert. Aber es ist kein Beweis, dass er Gott ist. Und manche sagen, ich habe einmal mit Missionaren aus Südkorea geredet. Da ist das Christentum mit am stärksten verbreitet, ja? Und die meinten, dass das der stärkste Beweis dafür sei, dass Jesus Gott ist. Weil er sagt, ich bin. Und im Alten Testament steht bei Genesis, ich bin. Der ich bin. Wir sagen, das ist ein Beweis? Subhanallah. Und noch etwas hierzu. In Jeremia 1, Vers, in Jeremia 1 steht, dass Jeremia auch erzählt, dass er in einer Vorschöpfung existiert hat. Und wir wissen aus dem Koran in Sure 7, Vers 172, dass Gott die Menschen, bevor er sie zu seiner endgültigen Schöpfung auf die Welt gesetzt hat, in einer Vorschöpfung zum Leben gebracht hat. Das heißt, bei Jeremia 1 finden christliche Gelehrte eine andere Interpretation dafür. Warum nicht dieselbe Interpretation bei Johannes 8, Vers 58? Außerdem, wenn darauf hingewiesen werden soll, dass Gott im Alten Testament sagt, ich bin der ich bin, und hier sagt Jesus, ich bin gewesen, bevor Abraham war, dann sehen wir aber, dass in der griechischen Sprache sagt er bei 8,58 Iruimi, wenn ich das richtig ausspreche, und im Alten Testament, Septuaginta-Version, steht Iruimi Oon. Das heißt, hätten die Evangelisten, weil wir müssen eins wissen, das Alte Testament, was wir jetzt haben, ist circa 200 Jahre
vor Christus in das Griechische übersetzt worden. Ja? Die Septuaginta-Version. Und diese Version, die war zur Zeit von Jesus weit verbreitet. Das heißt, die Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, denen war diese Form bekannt. Hätten sie darauf hinweisen wollen, dass Jesus damit Göttlichkeit in Anspruch nimmt oder in Anspruch nimmt, der wahre Gott zu sein, dann hätten sie es genauso geschrieben mit O-On, wie es im Alten Testament steht. Dann weiter. Der nächste Beweis ist Johannes 10, Vers 30. Dort steht, dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. In der Bibel, im Koran sagt Allah, وَمَنْ يُعْتِيُ الرَّسُولِ فَكَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Heißt das jetzt, dass der Gesandte, dass Mohammed Allah ist? A'udhu billah. Sondern das heißt, dass der Befehl von ihm kam. Wenn ich sage, ich bin eins, wie ich und mein Freund, der Ibrahim, Thomas, wir sind eins. Was kann das bedeuten? Heißt das, wir sind wesensgleich? Es kann sein, wir sind eins in der Absicht, eins im Ziel. Und hier wird das erklärt in Johannes 17, Vers 21. Dort macht Jesus ein Bittgebet und sagt, warum betet er überhaupt zu Gott, wenn er selber Gott ist? Hä? Warum sagt er nicht einfach hier, Abracadabra, zack, das war's. Er betet zu Gott und sagt, damit sie, die Jünger, alle eins sind, so wie du in Gemeinschaft bist mit mir und ich in Gemeinschaft mit dir, dass auch sie in Gemeinschaft mit uns seien, also mit uns eins sind. Heißt das jetzt, die Jünger sind auch Gott? Die Jünger von Jesus? Nein. Klarer Fall. Dann, Johannes 14, Vers 9. Hier steht, dass Jesus sagt, wer den Vater gesehen hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater, hat Gott gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Erstmal fragen, in welchem Kontext wird das erwähnt? In welchem Kontext wird das erwähnt? Weil aus dem Kontext wird dir klar, dass das nicht damit gemeint ist. Und zweitens, laut christlicher Doktrin, laut christlichem Dogma, ist der Vater nicht der Sohn. Zum Beispiel im katholischen, evangelischen Glauben. Der Vater ist nicht der Sohn. Es sind getrennte, es sind einzelne Personen. Das heißt, rein wörtlich würde das bedeuten, dass der Sohn der Vater ist, laut christlicher Lehre eine Ketzerei. Das heißt, es braucht Interpretation. Ja. Und die Interpretation finden wir in 1. Timotheus 6, Vers 16, wo der Apostel Paulus schreibt, denn kein Mensch hat Gott je gesehen. Denn kein Mensch je gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Dass Gott, Apostel Paulus sagt das, nie gesehen wurde von einem Menschen und dass man ihn niemals sehen kann. Das hat, wir wissen im Islam, man kann Gott sehen im Jenseits, ja. Aber hier steht es in der Bibel. Das heißt, dann wäre die Aussage von Jesus laut dem Apostel Paulus falsch oder der Apostel Paulus hat diese Aussage anders verstanden. Das heißt, wer meine Werke sieht, und das betont Jesus auch an der Stelle, das sind die Werke, die ich tue, sind die Werke von wem? Die der Vater, die Gott durch mich tut. So. Fünftens. Johannes 20, Vers 28. Hier sieht Thomas Jesus. Sieht Thomas Jesus. Und sagt, und wundert sich, dass er ihn sieht, und sagt, mein Herr und mein Gott. Ist das ein eindeutiger Beweis, dass Jesus Gott ist? Nee. Bei mir ist es zum Beispiel schon passiert, Leute sehen mich, also ist ja nicht, sondern nach längerer Zeit oder so, dann sagen die, mein Gott, Mensch, ich habe ihn ja lange nicht gesehen. Der meint aber nicht, dass ich Gott bin, sondern das ist ein Ausruf der Erstaunens. Und noch etwas. Dies wird dann in 1. Korinther 8, 4 bis 6 erwähnt. Ja. Dort sagt der Apostel Paulus, denn wenn es auch solche Götter gibt, die Götter genannt werden, da muss man genau zuhören, ob im Himmel oder auf der Erde, wie es viele Götter und Herren gibt, so gibt es für uns tatsächlich einen Gott, den Vater.
Es gibt für uns einen Gott, den Vater. Ja, und dann sagt er, und einen Herrn, Jesus Christus. Mit dem Ausdruck Herrn haben wir keine Probleme, man kann sagen Herr für einen Menschen. Aber was sagt er hier? Er macht ja einen Unterschied zwischen Gott, einen Gott und einen Herrn, Jesus Christus. Das heißt, er kann auch meinen, mein Gott, dass Gott dich wieder gesandt hat, und mein Herr. Ist also auch keine explizite Aussage. Die nächste Täuschung ist in Offenbarung 1,8, wo steht, ich bin der das Alpha und das Omega, also griechisches Alphabet, fängt mit Alpha an, Omega auf, also der Anfang und das Ende. Wenn man aber den Kontext liest, steht dort, der Herr Gott sagt, ich bin Alpha und Omega, und nicht, dass Jesus das sagt. Ja, dann, 1. Johannes 5, 7, dort steht 1. Johannes 5, 7, drei sind es, und das ist übrigens von den meisten als der stärkste Beweis für die Trinität. Gut aufgepasst. Drei sind es, die da Zeugnis ablegen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind eins. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind eins. Damit sagt man jetzt Geist, Wasser, Blut. Damit ist Trinität gemeint. Diese drei sind eins. Das Blöde ist nur, es gibt im Englischen eine Revised Standard Version Übersetzung von der Bibel. Da haben Dutzende christliche Gelehrte die alten griechischen Manuskripte rausgeholt und haben herausgefunden, dass dieser Vers in keinem der alten griechischen Manuskripte vorhanden ist, in den ältesten. Das heißt, wer hat das da reingefuckelt? Interpolation. Hier, kurzer Punkt. Hier. In der katholischen Bibel jetzt, hier, das ist die Einheitsübersetzung, geben Sie das zu, hier steht die Fußnote. Hier ist bei vielen Textzeugen der sogenannte Komma Johanneum eingefügt, das nicht zum ursprünglichen Text gehört. Das heißt, der stärkste Beweis ist ungültig.